Es ist ja so ein furchtbares Spiel. So ein furchtbares, furchtbares Spiel. Und seit ich einen Cut gemacht habe, mag ich hier überhaupt nicht mehr reingehen, weil ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Deswegen würde ich sagen, ich guck noch mal, was habe ich denn so? Kann ich irgendwas erstellen? Nee, kann ich nicht. Ich würde sagen, ich bleib mal bei dieser Geschichte hier und nehme mal die Explosionsdinger. Und ja, viel war da, glaube ich, nicht mehr, was man tun kann. Ich lade noch mal neu, kann da aber auch nichts mehr machen. Okay, kein Problem. Dann schleichen wir mal. Ich mache die blöde Lampe aus. Die Spritze geht auch. So. Vielleicht können wir auch jemanden schocken. Schocken. Ich habe auch immer Angst, dass ich die Fallen hier übersehe. Okay, da war der. Ja, ja, okay. Schon klar. Vielleicht können wir den ja mal killen von hinten. Kill den von hinten. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Das könnten wir auch mal machen. Wieder knapp. Machen wir Remi Demi Lärm, wenn wir hier. Okay. Da ist der andere. Okay. Schön unten bleiben. Freunde. Unten bleiben, Freunde. Ja, okay. Ich mach die Lampe lieber wieder aus. Nee, ich lass es sein. Nee, mach mal. Genau. Oh Mann. Wo wandern die denn lang? Ich könnte ja eigentlich schon mal so sprengfallmäßig was basteln, oder? Ich meine, was soll ich sonst tun? Ja, geht da mal schön rein. Oh oh. Oh! Oh! Okay, okay. Ja. Nein, nicht gut. Lauf, nimm das wieder mit. Ich versuche hier gerade irgendwie, das einfach mal in Ruhe hinzukriegen, ne? Komm mal her. Machen wir es so. Oh. Das gibt's doch wohl nicht. Dann eben so. Komm mal her, du Vogel. Tschüss. Wieso habe ich keine Muni mehr? Das ist total doof. Ja, toll. Gleich habe ich es mir wieder verkackt, obwohl es gut lief, ganz ehrlich. Oi. Ich habe ihn doch schon fast immer getroffen. Es nervt mich gerade. Nimm mal die Muni. Kannst du da... Ganz ehrlich... Es war klar. Das war so mein Warm-up.
Das war mein Warm-up. Das müsst ihr mir vergeben, so mal erstmal die 5 Minuten ein bisschen warm spielen. War aber auf jeden Fall schon mal nicht mehr ganz so hektisch und etwas überlegter, finde ich. Als das vorher, vor allem, weil der eine, den haben wir uns vorher genommen. So mit Fallen bauen und so, finde ich gar nicht so schlecht. Die Axt lasse ich da mal. Das kriegen wir bestimmt nochmal hin. Am besten ohne den anderen. Der soll mal wieder gehen. Okay, cool. Ja, cool. Cool, 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 cool. Weg da, weg da, weg da. Das hat er nicht mitbekommen. Und wir haben weiter freie Bahn. Jawohl. Also, der eine ist auch schneller gestorben, als ich eigentlich dachte. Oh, das ist gut. Hat er was mitbekommen? Nö. Der ist da so ein bisschen dusselig. Oder so. So, dann machen wir das nochmal nebenbei. Ich hier mit meinem Timing immer. Kannst du hier jetzt was bauen, weil wir das eingesammelt haben? Oh ja, können wir tatsächlich. Dann werde ich mal einen Explosivbolzen herstellen direkt. Weil das kann wirklich nicht schaden. So, dann rüsten wir die direkt auch mal aus. Ist er da? Wo packen wir die mal hin? Er soll mal gehen. Okay, er geht. Jawohl. Hier tue ich noch eine hin. Jetzt habe ich ein paar Fallen hingebaut. Wenn da wieder einer lang geht, dann war es das. Sind wir erstmal kurz geschützt. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Kommt der jetzt? Jo. Das war der eine. Ja. So, und jetzt schön anschießen. Scheiße. Jawohl. Sie kommen. Ich habe ein Problem. Weg da. Okay, okay, okay. Nimm die Muni. Was mache ich? Was mache ich? Weg da, weg da, weg da. Oh, wieso hat er nichts in der Hand, ey? Nimm das. Da sind sie. Puh. Ja, komm her. Das war der eine. Wo ist der andere? Sind sie beide tot? Da fehlt doch noch einer. Wow. Nein. Okay, shit. Was mache ich jetzt? Da ist Muni. Hast du irgendwas... Weg da, weg da. Ey, und wieder gestorben. Ich hätte die Zeit nutzen sollen, um eine Spritze oder irgendwas zu nehmen. Das ist gerade mein Fehler. Ich erlaube mir keine Sekunde gerade stehen zu bleiben und eine Spritze zu nehmen, weil ich dann Angst habe zu sterben. Aber vielleicht ist das gerade der Fehler, warum ich sterbe. Okay, versuchen wir es mit Runde 3. Ihr müsst es mir weiter einfach vergeben. Das ist hier jetzt voll das Training. So, der wandert doch da hinten wieder lang. Der soll da mal entlang wandern. Ja, genau. Wir rüsten uns damit wieder aus. So.
Ja, voll. Kannst du gleich Belohnung mitnehmen? Nein. Das hat er nicht bemerkt. Das hat er hoffentlich nicht bemerkt. Okay. Okay, das wird ihn zum Explodieren bringen eigentlich. Sollte es das? Warum wandert er da nicht lang? Keine Ahnung. Zufall. Wieso hat das mich jetzt zum Explodieren gebracht? Ich weiß es nicht. Machst du mal hinne? Okay. Wieso steht er nicht unter Strom? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Komm. Mach sie fertig. Okay. Scheiße. Das war blöd. Da ist die Muni. Oh, weg da. Die brauchst du. Die brauchst du auch. Wo ist er? Da. Uff. Nimm die Muni. Okay. Da! Hab ich ihn! Hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn! Yeah! Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Oder fehlt noch einer? So, jetzt schnell was nehmen. Puh. Ich glaube, wir haben es tatsächlich mal geschafft. Und das lief gar nicht so schlecht. Nimm bitte alles mit, was wir jetzt finden können. Oh, ich bin wieder angespannt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt doch so gut lief. Genau, nimm alles mit, was wir uns verdient haben. Das auch. Sehr schön. Ich muss zugeben, wenn man ruhig bleibt, kann man sich tatsächlich etwas mehr Gedanken darüber machen, als in der Panik, wie ich es gemacht habe das letzte Mal. Ich bin natürlich jetzt auch immer noch super angespannt, aber es hält sich mehr in Grenzen als das letzte Mal. Es ist einfach dieses überwältigende Gefühl, was kommt jetzt hier auf mich zu, was soll ich dagegen überhaupt tun? Vor allem sind die Viecher gar nicht mal so schnell. Ja, nimm das mal alles ruhig mit. Nimm die Axt auch mit. Ich weiß immer nie, was hier noch kommt. Ist hier vielleicht noch eine Statue? Wenn ich mich recht entsinne, dann müsste ich sogar jetzt langsam alle gefunden haben. Es gab aber irgendwie so einen Zwischentipp. Ohne richtigen Tipp, so mäßig. Ach, schaffst du eh nicht. Und wenn ich mich nicht täusche, verfolgt uns die Ische am Ende wieder. Aber ich weiß es halt nicht. Das klang nur so. Also ich will mich da ja auch nicht spoilern oder so. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, was kommt. Aber ich halte mal einfach die Augen offen. Ah, hier ist auch noch was gewesen. Können wir da... Wenigstens habe ich meine Scharfschützenmuni jetzt nicht verbrezelt. Da habe ich schön daneben geschossen. Das war blöd. Ich weiß gar nicht, ob man hätte auch das Tor öffnen können, wenn die beiden noch da sind. Aber ich glaube, das ging gar nicht. So, komm. So. Ein Kontrollpunkt oder so wäre nett. Hier ist wieder was und ein Hebel. Was haben wir hier? Mach mal die Lampe an.
Das nehmen wir schön mit. Was ist hier noch? Blendbolzen. Aha. Was auch immer uns das auf einmal bringt. Okay. Kommen jetzt hier welche? Ich hoffe nicht. Gott, ich habe Angst vor meinen Schatten. Hier können wir nichts kaputt machen. Ja, dann nimm die Axt wieder mit. Ich krabbel mal. Ich stehe da auch leicht gefährlich dahinter. Ach, hier sind wir wieder. Aha. Ach so. Okay. Das ist ja sehr interessant. Können wir jetzt hier irgendwas machen, was wir vorher nicht gemacht haben, wie zum Beispiel den Hebel lösen? Da kommen die bestimmt dann wie die Irren raus. Na, dann mach mal. Wollen wir uns ein bisschen Zeit verschaffen? Okay, sieht aber aus, als könnten wir da einfach nur durchrennen. Irgendwo noch eine Statue übersehen. Eigentlich war hier ja schon eine, deswegen glaube ich nicht, dass hier wieder eine ist. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich gucke trotzdem nochmal irgendwie mich um. Und dann sieht das aus wie Sprinten. Sprinte mal. Oh oh. Oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Was? Wie jetzt? Oh, da ist Glibber. Okay. Falls hier noch was ist, versuche ich es zu sehen. Oh, ich habe echt wie immer Angst hier, ey. Jetzt kommt wieder was, was ich nicht einschätzen kann. Von daher, was soll ich sagen? Puh. Ich mit meiner Axt hier. Ganz viele Rollstühle. Oh. Können sogar das Fenster kaputt schlagen. Bringt uns das was? Ist hier irgendwas? Wie merkwürdig. Stehen die auf? Die sehen so aus, als ob die aufstehen. Okay, also der nicht. Oh, oh. Nein. Rubik. Rubik. Kommt er von vorne? Kommt er von hinten? Von wo kommt er? Er kommt. Er kommt. Wo kommt er? Kontrollpunkt. Ein Kontrollpunkt? Dann gehe ich nochmal zurück. Aber das ist eigentlich immer so das Zeichen für ihn. Dachte ich so. Okay, da kann ich schon mal nichts machen. Da jetzt hier ein Kontrollpunkt ist, bin ich einfach mal ein bisschen entspannt. Lauf wieder zurück. Hä? Okay. Oh, hier ist noch was. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall, durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Durch seine komischen Experimente. Ich fasse es nicht, dass wir mal wieder die Melodie hören, dieses Claire de Lune. Das bedeutet, dass wir ja fast schon wieder in Sicherheit sind, irgendwie so. Wenn man das denn so sagen kann. Ja, ja. Schieb dich mal zur Seite. Also, wenn hier schon eine Tür ist, dann gehen wir da auf jeden Fall auch rein. Das lassen wir uns nicht entgehen. Glibber haben wir jetzt auch einiges gesammelt. Also rein da.
Und hier ist noch was. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verändern. Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabbliesen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht überwach, sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Bäm! Nochmal ein Glassplitter ins Auge kriegen. Da gehen wir auch sofort rein. Ich gucke mich hier trotzdem nochmal ein bisschen um, aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Ziemlich heftig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das Kapitel war echt nicht ohne. War schon krass. Okay, da können wir immer nicht irgendwie reingucken und reden und sonst nichts. Und da ist halt unser Zimmer. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob da was ist. Aber ich sehe hier soweit erstmal nichts. Da ist wieder die tolle Tasse. Das kennen wir ja schon. Dann geh mal rüber. Und jetzt steht sie da so gruselig. Haben Sie etwas vergessen? Ja. Mein Sicherheitsgefühl. Patrick, vermisst. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Oh, okay. Das ist dann der nächste oder wie darf ich mir das vorstellen? Hier haben wir keinen Zeitungsbericht. Das ist so unheimlich hier. Auch mit der Uschi hier immer. Hier ist wieder was. Haus abgebrannt. Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lilly Castellanos, 5 Jahre alt, und ihrem Kindermädchen Juanita Flores, 56, gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für das Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Boah. Ist hier noch was? Nein, da ist nichts mehr. Ich gehe auf den Stuhl. Das kennen wir ja auch schon. 19.900, Leute. Ich bin immer noch nervös und angespannt, als ob jederzeit ein Monster aus der Seite kommt oder ich weiß auch nicht. Das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. die Feuerrate von der Pistole könnte man ändern oder die Genauigkeit kritisch. Ich, keine Ahnung, Reserve. Ich würde fast sagen, die Reserve müsste auch wirklich mal aufgenommen werden hier. Ja, ich habe immer so das Gefühl, das geht immer nicht so gut. Qualenbolzen. Und da könnten wir natürlich jetzt auch den Schaden und so wieder erhöhen. Wir arbeiten im Moment viel mit Bolzen. Ich werde von der Explosivität nochmal erhöhen. Das werde ich tun und dann, wie gesagt, die Reserve irgendwie nochmal erhöhen auf volle Pulle bei Qualenbolzen. Ist das denn richtig dann? Ja, ich mache das einfach mal. So, das ist jetzt volle Power hier gewesen. Uns bleiben noch 7.900 Granaten. Lasse ich mal. Das lasse ich auch mal. Spritzen verwenden wir eh immer ganz schnell. Vielleicht nochmal die Waffen irgendwie aufbessern oder so. Tatsächlich von der Pistole, auch wenn wir sie kaum benutzen, geht das überhaupt noch? Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität. Ich weiß nicht, ist das so wichtig? Der Schadensmultiplikator ist richtig schlecht. Das geht eigentlich gar nicht von der Pistole. Das habe ich auch gemerkt bei den Gegnern. Scharfschützengewehr ist eigentlich gut soweit, aber wir benutzen sie halt gar nicht so oft. Da ist die Schrotflinte schon wichtiger gewesen. Aber da haben wir immer nicht so viel Muni.
Pistole ist zwar nicht so wichtig, aber sie ist immer noch so das, was ich nehme, wenn nichts anderes mehr da ist. Deswegen erhöhe ich den mal an der Stelle. Ja, und können wir hier vielleicht noch was machen? Harpune vielleicht nicht. Schock vielleicht nochmal. In Schockbolzen erhöhe ich. Und dann haben wir nur noch 900. Ich nehme mal an, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Ich gehe nochmal alles durch, aber ich glaube, da können wir nicht mehr viel machen. Nirgendwo blau. Nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich nur Streichels oder so, aber selbst das nicht. Nein, 900. Aber das waren ein paar Sachen, die nicht unwichtig waren. Ich hoffe, ihr seid damit irgendwie einverstanden, dass ich das hier so gemacht habe. Oder könnt das irgendwie mit gutem Gewissen sagen, ja, ist okay. Oder so. Oder ihr gebt mir Tipps, was ich halt als nächstes auf jeden Fall nochmal verbessern sollte. Ihr habt ja gesehen, was fehlt. Ich mache an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Mal gucken, ob wir dann im nächsten Part vielleicht das Kapitel ja schon wieder schaffen. Bis dann.